Lager Python. Dante, Intermediate Language, Programmiersprachen, Algorithmen, Interpreter. Verdammt, was soll das Fach Chinesisch? Ich will doch eigentlich nur coole Games programmieren. Ein Algorithmus ist nichts anderes als eine sehr detaillierte Beschreibung eines Ablaufs. Einfach viele Befehle und Anweisungen in einer logischen Reihenfolge, damit das gewünschte Ergebnis erreicht wird. Man könnte sagen, der Algorithmus ist das Kochrezept. Der Computer ist der ungeübte Koch, der nicht kochen kann, sondern nur genau das macht, was im Kochrezept steht. Also muss es sehr, 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 sehr genau formuliert werden. Zum Beispiel: Soll ein Kuchen in den Ofen, so könnte das algorithmisch wie folgt formuliert werden. Öffne den Ofen. Ist das Backrohr leer? Wenn nicht, gib den Inhalt lieber raus. Gib den Kuchen in das Backrohr. Das kann natürlich gleich geschehen, falls der Ofen bereits oder das Backrohr bereits leer ist. Anschließend schließe das Backrohr. Ja, so detailliert muss es sein. Schließe es wieder. Wenn nicht, und man schaltet den Ofen ein, gibt es ein Feuer. Oder anders gesagt, ein Problem, eine Katastrophe, einen Programmabsturz. Also, ein Algorithmus ist nichts anderes als eine sehr genaue Beschreibung eines Ablaufs. Ob dies wie hier rechts in einem Diagramm dargestellt wird, als textuelle Beschreibung, als Programmcode oder wie auch immer, ist für den Begriff bzw. das Verständnis erst einmal nebensächlich. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.